Moin Leute, Venom Soda back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Wir kriegen in dieser Woche von Rockstar Games 4 kostenlose Geschenke und die haben es wirklich in sich. Denn erstens sind sie sehr, sehr limitiert, zweitens ist da einfach ein Fahrzeug dabei und dass wir ein ganz normales Auto eben von Rockstar Games kostenlos geschenkt bekommen, ohne irgendwas dafür zu machen, das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall. In diesem Video erfährst du alle Geschenke, falls du neu bist, lass kurz ein Abo da, würde mich sehr freuen, mach auf jeden Fall die Glocke an, damit du keine weiteren Videos oder Streams mehr rund um GTA 5 verpasst. Und wenn du Bock hast, gib jetzt schon mal gerne ein Like für das Video, für den Algorithmus, das wäre sehr, sehr ehrenhaft. Ich würde sagen, wir starten rein. Wie immer wird ganz kurz noch eine Person gegrüßt, die unterm letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an Ben Schmidt. Er hat geschrieben, bist der Beste, kannst du mich grüßen? Natürlich Ben, Gruß geht raus an dich. Vielen Dank für deinen Kommentar. Und falls du ansonsten irgendwie noch mehr Geld in GTA Online haben willst, dann schau mal ganz kurz bei meinem Partner JG Gaming vorbei, denn dort kann man sich selber raussuchen, wie viel Millionen Dollar man in GTA Online haben will. Ganz egal, welche Konsole, und das Allerbeste, mit dem Code VENOM10 bekommst du 10% Rabatt auf komplett alles dort. Also wenn du richtig viel Geld in GTA haben willst, dann drück auf den ersten Link unter dem Video in der Beschreibung und benutze den Code VENOM10. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den, ja, normalen oder eher langweiligen Geschenken, sagen wir es so, und kommen dann gleich natürlich zum coolen Teil, und zwar zum Auto. Aber erstmal hat Rockstar Games dieses Foto gepostet und folgendes geschrieben: kostenloses Design für die Bravado Banshee. Wer in dieser Woche GTA Online spielt, erhält das Weekend Racer Design für die ikonische Bravado Banshee kostenlos. Fußgänger werden sie nur als einen mehrfarbigen Schleier wahrnehmen, der auf dem Freeway an ihnen vorbeirauscht, aber ihr kennt den Unterschied. Das war also Geschenk Nummer 1, einfach hier eine schöne Lackierung für die Banshee. Wir machen weiter und kommen jetzt zum, ja, schon limitierteren Teil. Und zwar dieses Foto, das hat Rockstar Games gepostet und sie haben geschrieben: kostenloses Geschenk für Spielen von Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Um den Liberty City Häftling Overall zu erhalten, müsst ihr einen beliebigen Titel von Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition spielen und euch anschließend vor dem 25. November bei GTA Online anmelden. Der Overall wird innerhalb von 72 Stunden nach dem Login, nach dem 2. Dezember, eben eurer Garderobe hinzugefügt. Spieler müssen zuvor bereits alle Titel mit ihrem Konto im Social Club verknüpft haben. Um zusammenzufassen, ihr braucht die Trilogie und müsst eben eines von diesen drei Remastered-Spielen angezockt haben oder euch halt, ja, kurz angemeldet haben. Und da müsst ihr in der Woche einmal GTA Online spielen und das war's. Und dann bekommt ihr eben diesen limitierten Overall. Drittes Geschenk kommt jetzt. Dazu Rockstar Games folgendes geschrieben, aber das habe ich, glaube ich, gestern im Video schon mal ganz kurz erwähnt. Und zwar für den Abschluss des Finals des Diamond Casino heißt, bis zum 24. November erhaltet ihr außerdem das klassische rote Diamond T-Shirt als kostenlosen Bonus innerhalb von 72 Stunden nach dem Login, nach dem 2. Dezember. Ein Foto dazu haben wir leider keins, ist halt einfach hier ein rotes Diamond-T-Shirt. Und jetzt kommen wir zum besten Teil. Und es ist diesmal tatsächlich zum ersten Mal der Fall, dass ich als Geschenk ein Auto einblenden kann und wir tatsächlich auch das Auto bekommen und nicht nur die Lackierung. Denn genau diesen Wagen, also den Burrito, bekommen wir in GTA kostenlos für 0 Dollar. Und nein, dafür müssen wir jetzt nicht irgendwie eine Mission machen oder irgendwas verknüpfen. Den kann sich jeder von euch, wenn er will, einfach so im Internet am Handy eben abholen. Ihr geht also im Optimalfall jetzt einfach auf die Seite von Warstock eben in GTA Online und dann geht ihr ein ganzes Stück runter und könnt dann auf der rechten Seite den Bugstars Burrito finden, der normalerweise 590.000 Dollar circa kostet und jetzt eben für 0 Dollar da ist. 4 Personen passen rein und jeder von euch kann ihn sich einfach so, wie gesagt, für 0 Dollar also kostenlos abholen. Auf jeden Fall eine nice Sache, dass wir jetzt wirklich mal endlich ein Fahrzeug geschenkt bekommen. Ist natürlich jetzt nur ein Burrito, also ja, so ein Minivan, aber besser als gar nichts. Immerhin ein kostenloses Fahrzeug. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das mit den 4 Geschenken. Du schreibst jetzt deine Meinung zu diesen 4 Geschenken gerne mal in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass ganz kurz nochmal ein Like für den Algorithmus da. Wenn du Bock hast, abonniere den Kanal, damit du gar nichts mehr um GTA 5 verpasst. Und mach auf jeden Fall die Glocke an, damit du auch direkt eine Nachricht bekommst, wenn eben ein Video oder ein Stream online kommt. Ich bin raus, dir ein schönes Wochenende, macht's gut, Freunde, haut rein und ciao.